Hallo, ich grüße dich von Herzen. Ich grüße dich im Namen des einen. Ich grüße dich im Namen des einen Wissens, das kein Denken braucht. Und das ist auch meine Frage an dich gerade. Wenn du mal ruhig wirst und deinen Atem spürst und präsent bist und dich dann ganz neugierig fragst, was ist es, was ich weiß, ohne zu denken, ohne denken zu müssen? Was ich weiß, wenn ich morgens aufwache, was ich durch den Tag hindurch innerlich ganz gewiss und unerschütterlich in Wahrheit weiß. Durch alle Situationen hindurch. Und auch wenn ich abends schlafen gehe. Immer noch weiß. Und sogar weiß, dass ich das weiß, während ich scheinbar in die Gefilde des Schlafes abdrifte. Selbst da ist mir klar, dass dieses Wissen die Quelle ist, aus der ich stamme. Und aus der ich in Wahrheit die ganze Zeit hindurch bin und lebe, ohne dass Zeit darin vorkommt oder eine Rolle spielt, ohne dass Form darin eine Rolle spielt. Und dass alles, was ich bin und was ich weiß, darauf zurückfällt. Und ich mich den ganzen Tag hindurch durch dieses Wissen genährt fühle und durch die Freude, die aus diesem Wissen strahlt, die aus dieser Gewissheit wieder und wieder in unendlich viele Facetten sich aufteilt und sich ausdrückt. Ausdrückt, was in dich eingedrückt wurde. Was Gott, das eine Bewusstsein, das eine Wahrsein, das eine Sein in dich hineingedrückt hat, um sich auszudrücken. Und in deinem Ausdruck Widerspiegelung zu finden. Für unerschöpflich mehr Ausdruck, den du dadurch generierst. Und wenn du das im Herzen hast, wenn du das in dein Eingeweid fühlst, dann fühlst du die Freiheit dessen, dann fühlst du die Unschuld dessen, dann fühlst du die Reinheit dessen, dann fühlst du die Schönheit dessen und siehst und fühlst es in allem. Dann lebt alles für dich. Weil du die Essenz von allem fühlst, weil es du ist, weil es das ist, woraus du bist, weil es ein Ausdruck
deines Ausdrucks ist, weil es ein Ausdruck des Ausdrucks Gottes ist. Und du fühlst es vibrieren, du fühlst es pulsieren, du fühlst es atmen. Und es verliert sämtliche Form. Es verliert sämtliche Zeit. Es verliert sämtliche Bedeutung, die sich nur ein Mensch ausdenken kann. Dann ist ein Stein kein Stein mehr und Erde keine Erde mehr, sondern nur noch pulsierender Atem, pulsierendes Licht, Schwingung, alles ist Schwingung, alles ist Schwingung. Und als das kannst du alles anerkennen, alles, als das. Kannst du alles annehmen. Nur als das, verstehst du? Nur als das kannst du alles annehmen. Und damit eins werden, das integrieren und wissen. Wow. Gott ist groß. Du bist Schwingung. Wie willst du schwingen? Wie willst du schwingen? In dieser Reinheit, in dieser Unschuld, in dieser Leichtigkeit, dass alles unbedroht ist. Alles. Weil alles Schwingung ist. Weil Licht sich nicht zerstören lässt. Weil Licht sich nicht zerschneiden lässt. Dass du das bist. Wirklich. Es ist eine Tatsache, dass du unbedroht bist, weil du immer lebst. Das ist dein Wissen, das ist deine innere Weisheit, das ist das, was du morgens weißt, durch den Tag hindurch weißt und abends weißt. Und das, was wehtut, ist der Konflikt, den du hast, wenn du ein Konzept für wahr hältst, das dem widerspricht. Dass der Wahrheit widerspricht, das nicht in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit ist. Dass das Wahre von dir immer lebt. Und dass es sich immer ausdrückt. Und dass darin nichts verloren geht. Gar nichts. Und dass du darin wirklich die ganze Zeit hindurch leben kannst, dich ausdrücken kannst. Nichts verteidigen brauchst. Einfach klar darin bist. Es weißt, es lebst, es teilst, es anderen zugänglich machst. Dieses Wissen, das zeitlos ist und in dem alle temporären Erscheinungen auch vibrieren und pulsieren und in dem sich alle temporären Erscheinungen, das gesamte Universum auflösen kann und alles harmlos wird. Und alles, alles, alles ein Grund zur Freude. Alles ein Grund, sich darin auszutoben. Alles ein Grund, die Gotteserfahrung zu teilen. Da gibt es nichts Besseres oder Schlechteres. Da gibt es nichts Richtiges oder Falsches. Es gibt nur diese Wahrheit. Und wie du sie ausdrückst. Lieben und Liebe zurück. Das Leben hat dich lieb. Und du kannst es zurück lieb haben. Wie wär's mit jetzt?